Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause, aber Holly ist mit dabei, denn ich bin für zwei Trainingseinheiten bei Otto Becker am Stall und freue mich unfassbar doll über diese Möglichkeit. Und naja, ich freue mich vor allen Dingen auch, weil ich Holly mit habe und das ist jetzt über ein Jahr her, dass wir mal irgendwie was gemacht haben. Das letzte Mal unterwegs waren wir ja in Hamburg, wo sie dann leider kurz danach ja auch ausfiel. Von daher ist das heute aus mehreren Gründen für mich besonders und ich bin auch ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie wir uns schlagen. Wir sind ja zwar so wieder von der Kondition und allem auf dem Stand, aber wir haben noch nicht wieder so richtig Routine im Springen. Deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, weil dann können wir genau daran arbeiten, was mein Problem ist, dass wenn sie mal so ein bisschen verhaltener und schüchterner ist, dass ich dann auch mit verhalten werde und ihr nicht die Sicherheit gebe und den Rhythmus nicht halte. Und daran werden wir jetzt mal gucken, dass wir da ein bisschen dran üben und ich ein paar Tipps mitbekommen. So. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video, werde Patrick beim Reiten natürlich die Kamera in die Hand drücken und euch auch so noch ein paar Impressionen von dem wunderschönen Stall hier zeigen. Die Anlage ist echt ein Traum. Holly kennt das ja auch schon, woanders zu sein, aber es ist so witzig, wenn man sie irgendwo hinnimmt, ist sie immer so süß und will die ganze Zeit geknuddelt werden und ist gar nicht so itzig wie zu Hause. Dann ist sie nämlich immer richtig, richtig niedlich. Und warum sie da nur noch so drei Haare hat, sie hat wegen ihrem Ekzem sich den Schopf gescheuert. Die Mähne geht eigentlich und der Schweif geht auch. Nur der Schopf, der musste dran glauben. Und dann habe ich die letzten Spittelhärchen dann noch abgeschnitten. Deswegen gibt es gleich ein Fliegenmützchen drauf, dann sieht es wieder ordentlich aus. Ging es in die erste Stunde. Patrick hat leider so bei dem Aufwärmen und auch zwischendurch in Schrittphasen nicht gefilmt, sondern wirklich mal nur die Sequenzen, wo ich geritten bin. Ihr habt entschieden, dass ihr das ein bisschen ausführlicher haben möchtet. Deswegen wird das Video auch dann noch in zwei Teile gesplittet. Deswegen steht auch im Titel drin Teil 1. Es wäre sonst sehr lang geworden und ich habe ja auch zwei Trainingseinheiten gehabt, deswegen macht das ja auch ein bisschen Sinn. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ich habe euch auch nicht perfekte Szenen reingepackt und werde zwischendurch immer mal wieder was sagen, damit ihr das auch nachvollziehen könnt und vielleicht für euch was mitnehmen könnt. Und hin und wieder bekommen wir auch sehr, sehr tolle Tipps und Tricks in Bezug dann auch, dass ihr sehen könnt, wie ich es umsetze von Otto Becker. Mal links rum. Beim ersten Mal geguckt. Das ist ja total toll. Mit nach Hause sitzen. Anlegung zu den Beinen an. So, okay. Ruhig. So. Und jetzt kannst du so leicht spüren. Jetzt gibst du dir gleich ein Video rausholen. Das macht nichts. Das ist okay. Das ist total toll. Gleichmäßige Verbindung, gleichmäßig mit dem Bein dran, schön die Mitte anvisieren, schön den kleinen Bogen mit rein. Ruhig, so, genau. Sehr gut. Jetzt zurück. Bisschen eher zurück. So, das macht nichts. Also, bisschen eher zurück vor der Kurve. Weil, wie gesagt, dass ich jetzt eng gestellt, wenn er jetzt normal wäre, Bisschen gerade hin, die letzten zwei Geiger-Lopfsprünge.
Wir werden jetzt eine Situation sehen, die Gott sei Dank noch nie vorher passiert ist und natürlich auch nicht zu häufig bzw. eigentlich nicht passieren sollte. Holly und ich haben komplett fehlkommuniziert. Ich habe nach einem Steil in der zu dem Ochser hin die Wendung nicht gut vorbereitet. Die war ein bisschen schärfer, so ein bisschen, kam ein bisschen schnell. Ich bin nicht richtig in die Ecke geritten. Und dann dachte ich, sie macht noch einen bei. Und sie hat aber von mir irgendwie auch gedacht, ich schmeiß alles weg. Sie ist dann also auf groß losgesprungen, weil sie damit gerechnet hat, dass ich einfach losschiebe. Habe ich aber ja nicht. Ich habe gedacht, sie macht noch einen bei. Und dann ist sie aber gesprungen und ich hatte noch Zügelverbindung und ist dann durch den Ochser gesprungen. Sie hat sich Gott sei Dank nichts getan. Es war aber erstmal für alle Beteiligten echt eine doofe Situation, weil sowas ist halt immer blöd, das soll nicht passieren. Ich bin aber froh, dass sie es mir nicht so übel genommen hat, wie ich erwartet hätte und wir dann danach Gott sei Dank weiter an dieser Situation halt arbeiten konnten. Und genau das ist ja das, wovor ich immer so Angst hatte, dass das irgendwann mal passiert im Parcours, weil wir nicht miteinander vernünftig irgendwie kommunizieren und sie sich da auch nicht hundertprozentig auf mich verlassen kann. Und von daher ist es doof, dass passiert ist, aber wir konnten wirklich noch sehr viel lernen in den 2 Tagen. Ich verfalle hin und wieder eben noch in dieses Muster, dass ich mit meinem ganzen Körper losschiebe und das kennt Holly ja auch und das war ja immer die Art, wie ich dachte, ich mache ihr Mut und vielleicht habe ich nur mir Mut damit gemacht, obwohl wir sind bis ja zu einem gewissen Punkt auch immer sehr, sehr gut durch die Parcours gekommen, aber mir war auch bewusst, dass wenn die Parcours noch technischer werden und es höher wird, dass wir echt was ändern müssen und deswegen war das bei Otto Becker im Training ein sehr, sehr guter, ja, Anstoß, um auch in der Dressurarbeit zum Beispiel noch intensiver daran zu arbeiten, sie am Bein zu haben und von hinten nach vorne zu reiten. Wenn sie am Bein reagiert, sieht ihr nicht. Das darf ich ja gar nicht sagen.
Es hat sich ganz deutlich gezeigt, wo wirklich die Probleme sind, dass sie nicht am Bein durchzieht. Daran arbeite ich auch zu Hause gerade sehr, sehr viel. Durch Corona bedingt habe ich das Springtraining danach nicht weitergemacht, weil Holly muss wirklich regelmäßig springen. Bei uns auf der Anlage ist das schwierig. Wir haben jetzt nicht die allerbesten Bedingungen dafür. Und deswegen habe ich den Fokus erstmal auf die Dressurarbeit gesetzt und werde dann Anfang nächstes Jahr das Ganze wirklich intensiver wieder angehen, weil dann muss sie auch ein- bis zweimal die Woche wirklich Sprünge vor die Füße bekommen, damit sowas wie jetzt hier in der Kombination, wo sie dann ein Bein macht, eben nicht passiert. Versammeln, im Galopp bleiben, versammeln. So, sehr gut. Ganz mit der Galopp in Ordnung ist und vor jetzt so, Knopf zu machen. Ist gut gemacht. Springstunde habe ich euch ja parallel kommentiert und auch da, wo es ging, halt einfach den Originalton drin gelassen. Ich, also als Fazit auch einen Tag später, also auch eigentlich direkt danach, war ich nicht enttäuscht oder frustriert darüber, dass irgendwie auch mal ein Malheur passiert ist, sondern war einfach super, super happy, dass ich Unterstützung hatte, damit man dann das Beste draus macht, weil ich nämlich das ein bisschen auch immer wieder versucht habe zu vermeiden, mich da mal durchzusetzen. Und ich wusste, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo wir dann nicht miteinander richtig kommunizieren, ich nicht durchkomme, sie nicht weiß, was ich will und. Habe dann ja immer einfach weggeworfen und sie losgeschickt. Damit hat sie auch gerechnet, deswegen war das einmal ja, eine Fehlkommunikation. Ich habe damit gerechnet, dass sie danach noch vorsichtiger wird und das darf man definitiv auch nicht zu oft passieren lassen. Also beziehungsweise ich wollte das ja auch nicht, aber das darf einfach nicht zu oft passieren mit so einem vorsichtigen Pferd. Dennoch konnten wir danach dann einfach auch mal so ein bisschen wirklich daran arbeiten und sie hat mir dann zugehört und ich kam durch und
war eigentlich mit dem Ende der Stunde sehr, sehr zufrieden. Mal gucken, meistens ist sie auch am zweiten Tag, wenn sie das zweite Mal wieder Sprünge sieht, noch entspannter und wir können hoffentlich da dran weiter aufbauen und das Gefühl so ein bisschen festigen. Und jetzt werde ich einmal in den Stall gehen. Patrick wird Holly, glaube ich, gerade schon aus der Box holen. Dann putzen wir sie schon mal, werden aber noch ein bisschen, bevor ich sie reite, mit Otto Becker sprechen. Er wird noch ein bisschen auch ein Feedback zu gestern geben, mir ein paar Fragen beantworten. Das zeige ich euch aber alles auf Instagram, mache ich aber ein Highlight. Kann ich sonst auch hier ein bisschen was noch mit reinpacken. Ja, und so nehme ich euch jetzt noch ein wenig durch den Tag mit und freue mich einfach sehr, hier zu sein. Das war der Teil 1. Der zweite kommt aber auch schon in 2 Tagen. Und ich bin sehr, sehr... ja, happy, dass jetzt auch, als ich es jetzt nochmal Wochen später gesehen habe, wirklich sehr happy, was wir in der ersten Stunde schon lernen konnten. Es lohnt sich auch, den zweiten Teil zu schauen, weil wir da nochmal eine Schippe drauflegen konnten und da auch nochmal sehr, sehr viel Input von Otto Becker kommt. Ich habe aber allgemein noch einige Videos im Petto, also aktiviert sehr, sehr gerne die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Ich habe noch ein paar Wissensvideos, die schon teilweise sogar gedreht sind. Ich habe mich ein bisschen schwer getan dieses Jahr mit Videos und der ganzen Social-Media-Geschichte aufgrund der Corona-Situation. Es fiel mir sehr, sehr schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, anderen Content zu produzieren als wirklich Turniere und sportlichen. Das wird sich jetzt aber wieder ändern und mit diesem Video ist so ein bisschen der Startschuss und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.